Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 3 und ja, ohne lang zu schnacken, es geht einfach weiter. Hier sind wir ja das letzte Mal stehen geblieben. So. Und einmal nach unten war jetzt hoffentlich richtig. Nee. Hä? Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex hier. Jetzt kommt der Spaß wieder zurück. Das soll er ja nicht. Und ich suche immer noch die Metallkiste. Hier ist auf jeden Fall auch noch irgendwas. Ja. Nö, das nicht. Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Unten an der Eisenkiste sind mehrere Tasten aufgetaucht. Welche Eisenkiste denn? Wenn ich eine Taste drücke, bewegt sie sich. Ich muss sie also in verschiedenen Stellungen bringen. Die große Taste in der Mitte setzt wieder alles zurück. Also doch, dann sind das die hier. Aber in welche Stellung soll ich die bitte schön bringen? Gib mir doch mal einen Hinweis. Ich muss irgendwie alle roten Tasten nach rechts verschieben und alle blauen nach links. Wow. Ah, okay, es geht immer nur drei. Nee, okay, das war schon falsch. So. So. Die bewegen sich immer drei. Außer die, komischerweise. Hä? Wieso geht die jetzt zurück? Moment. Also, die nach da ist klar.
So. Wenn ich jetzt die dahin mache und die wieder anklicke, geht die dahin. Okay, wenn ich die jetzt anklicke, passiert nichts. Wenn ich die anklicke, geht die darüber. Genauso wie die, die geht einfach nur da drauf. Eins, zwei, dann das muss aber dahin, das muss da und das dann da. Nee, das geht nur dahinter. Das muss daher hin. Wenn ich das jetzt aber hier reinmache, das geht halt wieder zurück. Das geht nur bis dahin. Das geht nur bis dahin. Und das geht aber jetzt wieder um dort hin. Wenn ich das einmal klicke, geht das dahin. Klicke ich das ein weiteres Mal an, geht das dahin. Wenn ich das einmal anklicke, geht das dahin. Und danach geht es nirgendwo mehr hin. Das heißt, das ist richtig. Das muss dann da und dahin. Jetzt ist allerdings die Frage, wenn ich das anklicke, geht das dahin. Wenn ich das anklicke, geht das dahin. Ja, geht nicht. Das heißt, das müsste jetzt dort hin. Und dann muss ich die... Geht einfach nicht. Wenn ich das anklicke, geht das direkt nicht in die Mitte. Ja, machen wir es so. Ei, 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 ei. Eine Metallform. Die ist für hier. Und die hat einen Pfeil nach unten, also dort rein. Okay. Jetzt bewegt sich da unten was. Aber was? Das, das und das. Wir haben den ersten Schlüssel gleich fertig, würde ich wohl mal behaupten, ne? Welchen haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Wir hatten Dreieck und Knubbel, den oberen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber du müsstest doch normalerweise hier reinkommen. Ja. Das da rein.
du das hier noch ein paar Mal machen, oder wie? Ah. Ich will das sehen, dass da durchläuft. Gut, wir haben den ersten Schlüssel. Können wir jetzt mit dem hier was anfangen? Nö. Was ist das für ein Beschiss? Da unten fehlt noch so was Rundes. Okay, das ist weird. Kann man den hier vielleicht einsetzen? Falls nötig, kann ich die Schüssel mit dem Schmiedeofen umformen. Okay, drei Knubbel, Viereck und eine halbe Rune. Knubbel, Viereck, halbe Rune. Drei Knubbel, Viereck, halbe Rune. Das ist dann das da. Na, mal schauen, ob wir jetzt richtig sind. Und ich dachte, wir können hier drei Schlüssel herstellen. Für was ist das jetzt gut? Okay. Da ist ja was aufgegangen. Ein Metallblock mit Auslöser. Das heißt, der kommt irgendwo rein, denke ich mal. Aber wo? Ein Verbindungsstück. Okay, da wissen wir aber, wo das hinkommt, und zwar dahin. Trotzdem reicht das nicht aus. Ich verstehe das nicht. Ich hatte auch hier gerade einen Tipp.
Nee. Machen wir das halt so. Meine Güte. Eine metallische Scheibe Jo, das haben wir auch. Okay, jetzt müssen wir wieder hinter in den Raum. Jetzt dreht sich das nächste Stänkchen. Und das ist für das hier dann. Aber wir müssen irgendwie den Tisch noch dahin bewegen können. Oder das Teil. Ich muss mir die Scheibe, die ich an der Eisenkiste gefunden habe, genauer anschauen. Wow. Wow. Ich sollte mir die Objekte wirklich mal besser anschauen. Okay. Oh, da unten ist was dran. Ist das bei der hier auch dran? Tatsächlich. Kann man das drehen? Nee. So, jetzt habe ich zwei Schachfiguren. Hier unten. Oh, die Schachfiguren kommen hier rein. Ja. Kann ich das irgendwie drehen? Nee, schade. Jetzt?
Das heißt also, das muss. Ach, da hinten. Ah. Das noch einmal ein bisschen drehen. Das müsste dann so sein. Ne, das war in die falsche Richtung tatsächlich. Also eins, zwei. Ne. So. Und wieder ein Knopf. Ah, jetzt brauche ich den. Okay. U, W, zwei Knubbel. Zwei Knubbel. Halt, nein, das muss noch da rein. So. Da ist der Schlüssel. So, was uns aber jetzt erwartet, wenn wir den Schlüssel hier einführen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.